Hallihallo, ihr befindet euch in Karos Einfallsreich im wunderschönen Schwabach. Ich weiß, es ist super mega kurzfristig und last minute, weil morgen ist ja schon Vatertag, aber ich wollte euch die Idee trotzdem noch zeigen, weil ich sie einfach so super süß finde. Ich habe hier nämlich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes süß, ja. Ich habe hier nämlich die bekannten Schokodinger, ja. Nennen wir sie beim Namen. Toffifee verpackt, ja. Eigentlich super simpel, aber durch die Deko finde ich es irgendwie trotzdem ganz süß. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen zuallererst, ich lege das mal beiseite, wir brauchen zuallererst Farbkarton. Ich habe hier Savanne und wir brauchen nicht komplett das A4, nur so ein bisschen was davon. Ich teile mir das jetzt erstmal, schneide es mir in der Breite mal zurecht, und zwar brauchen wir 17,5 cm. Also kurze Seite anlegen und bei 17,5 cm abschneiden. Und dann lege ich es mir auf der langen Seite an und ich fange an zu falzen bei 11 cm, bei 13,1, bei 24,1 und bei 26,2. Und das ist ein sehr breites Stück hier als Klebelasche, deswegen schneiden wir bei 27,5 ab. Dann haben wir immer noch eine Klebelasche, die breit genug ist. So, dann kann das beiseite. Das Stück hier, da können wir uns jetzt erstmal hier alle Falzlinien nachziehen. Und das wird ja eigentlich nur so eine ganz simple Banderole. Mehr ist es ja eigentlich auch gar nicht. Die hübschen wir jetzt aber noch ein bisschen auf durch ein bisschen Design. Hier an der Seite, wo hier die Seitenlasche und die Klebelasche dranhängt, also hier dieses mittlere große Teil, da kommt ein Stempel drauf. Und zwar dieser Hintergrundstempel. Moment. Watercolor World heißt der. Den finde ich sehr, sehr schön. Ich stehe ja sowieso auf Hintergrundstempel, weil man da kein Papier anschneiden muss. Ihr wisst schon. Ja. Und ich mache jetzt hier eben diese Watercolor World da mal drauf. Ich habe mir die hier noch auf unserem Stamparatus, den es leider nicht mehr gibt, aufgezogen. Ihr könnt das aber natürlich auch mit dem großen Stempelblock machen. Ich lege mir das jetzt auch hier einfach nur mal so grob an und gucke in etwa, wo der Stempel landet. Ich möchte den halt circa ungefähr mittig auf diesem Stück Papier haben. Oh, das schaut ganz gut aus. Vielleicht noch ein Stückchen weiter runter. Vielleicht sollte ich mir hier das noch ein bisschen besser glatt ziehen, damit ich das hier gescheit reinkriege. Damit das nicht so aufsteht. So, jetzt probieren wir das nochmal. Und dann richte ich mir das einfach so aus, wie es mir halt gut gefällt. An die Stelle, wo ich finde, dass es einigermaßen mittig drauf ist. Und dann belasse ich es dabei jetzt auch einfach. Mache mir hier nur für alle Fälle mal den Magneten hin, weil falls sich der Stempelabdruck hier nicht so ganz schön abdrucken lässt, kann ich dann einfach im Zweifel nochmal drauf stempeln, wenn es eben an dieselbe Stelle wieder runter geht. Das ist halt was, was man jetzt tatsächlich nur mit so einem Stempelpositionierungstool machen kann. Ne? Andernfalls müsstet ihr es ein bisschen weiter rüber, möchte ich glaube ich noch. Andernfalls müsstet ihr ja, zielen und das wird mit so Gummistempeln eher nichts. Also da muss es dann beim ersten Mal was werden. Es gibt sowas glaube ich auch von anderen Herstellern. Stampin' Up! Hat ihn leider aus dem Sortiment genommen. Ich glaube, da gab es irgendwelche Rechtsstreitigkeiten um Patente. Kann man leider nicht ändern. Ich nehme als Stempelfarbe auch Savanne. Stempel praktisch Ton in Ton. Einmal den Stempel gut einfärben. Und da ist es auch immer leichter, mit dem Stempelkissen auf den Stempel zu gehen als andersrum. Egal, ob ihr jetzt so einen Stempelpositionierer habt oder einfach einen großen Stempelblock. Diese Richtung ist die einfachere. Und dann. So, das war ein bisschen sehr schwungvoll. Klappe ich das jetzt hier rum. Hoffe, dass ich das jetzt nicht verschmiert habe, dadurch, dass ich das so habe runterplumpsen lassen. Und gebe einfach hier gleichmäßig ein bisschen Druck drauf.
Ja, das schaut doch ganz gut aus. Das nehmen wir jetzt halt so. Dann kommt der wieder aus dem Weg. Und wir machen weiter mit dem Spruch. Bei dem Spruch habe ich, oder bei den Sprüchen sozusagen, habe ich mir das Stempelset Fröhliche Etiketten genommen. Und da ist zum einen hier, du bist mein Zuhause drin, was natürlich besonders schön ist jetzt hier mit dieser Weltkarte, ne, als Spruch, aber eben auch für sowas wie ja, Muttertag oder Vatertag, weil ich denke, es gibt ja nichts Schöneres, als seinen Eltern zu sagen, ihr seid mein Zuhause, da kann ich immer wieder zurückkommen. Das ist sowohl für Kinder schön, dass man sowas hat, auch als Erwachsenenkind noch. Und genauso ist es, denke ich, auch schön für die Eltern, das zu hören. Habe ich hier auf einem Stempelblock. Und ich stempel es zuallererst mal in Espresso. Hier mal so ein bisschen linksisch unten. Naja, unten ist jetzt auch weit hergeholt. Halbwegs zentriert hier drauf. Ja, das schaut gar nicht so schlecht aus. Das erste Mal, als ich es gemacht habe, war es mir zu wenig auffällig. Hat man es zu wenig gesehen. Deswegen habe ich es da nochmal mit Weiß drüber embossed, dass man praktisch wie so einen Schatteneffekt hat. Und weil mir das so gut gefallen hat, mache ich das jetzt da einfach auch nochmal. Warum nicht? Wenn wir so was Simples haben, wie diese Verpackung, die ja sonst eigentlich nichts Besonderes hat oder kann oder macht, dann können wir da ja jetzt auch noch ein bisschen drauf embossen. Ich gehe da erstmal mit dem Embossing Buddy drüber. Ich habe hier tatsächlich noch den uralten von Stampin' Up, der aber immer noch prima hält. Und ich habe mir irgendwann mal so ein Tray von einer anderen Firma zugelegt, weil es gibt es von Stampin' Up noch nicht so. Oder es gab es früher mal und gibt es jetzt nicht, noch nicht so lange, ich weiß es nicht. Mittlerweile hat Stampin' Up sowas auch wieder im Sortiment. Aber jetzt habe ich so eins halt schon. Ne? Also das macht jetzt dann nicht so viel Sinn, noch mehr davon zu haben. So, wir machen den Stempel einmal sauber. Und dann brauchen wir hier unsere Embossing-Tinte. Das ist diese Versamark-Wassermark-Tinte. Die praktisch so eine Klebetinte ist. Und ich möchte jetzt, dass das hier wie so einen Schatten wirft. Das heißt, ich gehe ein bisschen versetzt nach oben und nach rechts. In etwa. Man kann ja durch diese Stempel durchschauen. Das ist ja Photopolymer. Und setze mir da eben so eine zweite Schrift drauf. Die sieht man jetzt natürlich nicht so irrsinnig gut. Da kommt jetzt das Embossingpulver drüber. Einmal großzügig drüber streuen. Und dann sieht man auch, wo man hingestempelt hat. Da bleibt das Puder dran hängen. Ja, schaut ganz gut aus. Das packe ich mir jetzt mal möglichst weit weg, bevor ich mit meinem Föhn hier ankomme und mir sämtliches Puder, was ich besitze, einschmelze. Wir wollen ja nur das einschmelzen. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu laut. Ich lasse den auf zweiter Stufe erstmal so ein bisschen vorheizen. Und dann gehe ich da so ein bisschen drüber und bleib nicht immer an einer Stelle, sondern bewege den Föhn so ein bisschen. Und dann sieht man schon, wie das Pulver anfängt zu schmilzen. Ich finde, das ist immer so ein magischer Moment. Passt auf, dass eure Hände nicht zu da dran sind, weil es wird richtig, richtig heiß. Und dann auch wieder rechtzeitig aufhören, bevor ihr euch das Pulver verbrennt. Das hat jetzt hier so ein bisschen dafür gesorgt, dass sich das, die Pappe so ein bisschen wellt. Das macht aber nicht so viel aus, weil wir bringen das ja dann in Form und dann ist ja da die Packung mit den mit den Toffifee drin und die gibt dem Ganzen auch wieder Form. Also es ist nicht so schlimm, dass das jetzt momentan hier so ein bisschen gewellert ist. Ihr hättet natürlich rein theoretisch da auch nochmal einen Aufleger machen können und den dann da drauf kleben können, um dem Ganzen mehr Stabilität zu geben. Aber meiner Ansicht nach reicht das so. So, auf diese Verpackung, auf diese Form kommt jetzt erstmal nichts mehr drauf. Das heißt, das können wir jetzt schon mal zusammenkleben. Moment, ich muss mal kurz hinter mich greifen. Weil ich war am Wochenende nicht da. Anders, ich habe am Wochenende einen Workshop gegeben und habe da meinen Kleber dabei gehabt. Und jetzt finde ich ihn gerade nicht. Moment. So, wer sucht, der findet. Also, ich nehme hier einfach doppelseitiges Klebeband, weil es
in dem Moment einfach am schnellsten geht. Einmal hier der Länge nach hin. Da hinten abreißen. Und dann die Verpackung einmal zusammenkleben. So. Und so. Dass wir das hier, sich das schön trifft und schön gerade ist. Naja, mehr oder weniger. Nicht ganz genau, falls wahrscheinlich. So. So passt das. Und dann haben wir hier die Grundverpackung eigentlich schon mal fertig. Und dann ist es am einfachsten, wenn ihr die Toffifee hier schon mal einfädelt, die hier eigentlich relativ gut reinpassen müssten, ja. Weil dann hat das Ganze hier nämlich schon mal ein bisschen Stabilität. Und wir können jetzt leichter weiterarbeiten. Mein kleiner Koffer, mein kleiner Reisekoffer, ja, wo stehe ich denn jetzt das ganze Zeug hier hin? Es steht zu viel rum. Mein kleiner Reisekoffer, der hat hier ja diese Eckenschoner. Das finde ich halt einfach irgendwie cool. Das ist natürlich nur Show und ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber ich finde es halt süß. Und natürlich brauchen wir hier oben auch noch den Henkel. Und da habe ich mir die Stanzformen Basics mit Pep, diese hier, zur Hand genommen. Und zwar einmal dieses Etikett, was sich hier jetzt schon so ein bisschen verabschiedet. Das wird der Henkel. Und hier der kleinste Kreis, das wären diese Eckenschoner. Ich habe meinen Koffer rundherum dekoriert, also auch von der Rückseite diese Eckenschoner dran gemacht. Muss man nicht machen, aber der Monk möchte das so. Deswegen habe ich das schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich mir aus dem Farbkarton, der neue Farbkarton Pelkanus, habe ich mir eben dieses Etikett ausgestanzt und Kreise. Und zwar insgesamt 4 Stück, wenn ihr wirklich sowohl die Vorder- als auch die Rückseiten hier ummanteln wollt. Und mit denen verfahren wir wie folgt. Wir falten die erstmal einmal in der Mitte zusammen. Gucken, dass das hier schön übereinander liegt. Da gehe ich dann auch einfach mit dem Falzbein einmal drüber. So. Und dann falten wir das Ganze nochmal zusammen. Und zwar so, wieder in der Hälfte, dass sich hier diese Falzlinien treffen. Das ist ganz gut. Wenn man da von oben drauf schaut, sieht man das ganz gut, ob sich das wirklich hier trifft. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera erkennen kann, wahrscheinlich nicht, aber ich kann das erkennen, wenn sich diese Falzlinien hier in der Mitte oben treffen, dann ist es richtig gefalzt, dass wir uns praktisch diesen Kreis vierteln. Ne? Der ist jetzt hier so geviertelt. Und dann nehmen wir eine Schere und schneiden an einer von diesen Falzlinien durch. Und dann haben wir so einen Halbkreis. Und wie gesagt, das brauchen wir jetzt eben insgesamt 4-mal bzw. 8 solche Halbkreise, damit wir einmal rundherum diese Ecken bekleben können. Und da nehme ich jetzt am liebsten Flüssigkleber und wie gesagt, es hilft, wenn die Verpackung schon drin ist, ja, also oder andersrum, die Verpackung um die Packung Toffifee schon rundherum ist, weil dann hat man hier ein bisschen Stabilität zum Ankleben. Ihr könntet das natürlich auch die Ecken flach machen, ne? Das Ganze auseinandernehmen und die Ecken flach drücken und es dann draufkleben, aber ne, also so und dann einfach ankleben. Hier. Das Problem dabei ist nur, dieses Papier, was oben drauf geklebt ist, muss hier einen weiteren Weg gehen, wenn das hier in der Form ist. Deswegen ja, finde ich, macht es mehr Sinn, das eben anzukleben, wenn es schon gebogen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, pappt's dran. Ich nehme Flüssigkleber, da kann man noch so ein bisschen hin und her rutschen. Okay, vielleicht nicht ganz so viel davon. Und dann setze ich es einfach hier auf der Seite an und schiebe es eben bis zur Kante vom Papier hin. Diese Kreise haben einen Durchmesser von in etwa 2 cm. Und hier haben wir ja, die Seite ist 2,1 cm lang. Das heißt, wenn wir hier diese Kreise anbringen, treffen die sich gerade so nicht. Ja. Klebe ihn mal an, damit ihr es seht. Der klebt nicht schön. Die treffen sich gerade so nicht. Wäre ja komisch, wenn die jetzt hier überlappen. Deswegen habe ich den kleinsten von den Kreisen genommen. Es würde vielleicht auf der Vorderseite von dem
Koffer schöner ausschauen, wenn diese Ecken schon ein bisschen größer wären, aber dann würden die sich hier oben treffen und das hat mir nicht gefallen, deswegen hier die kleinste Größe. So, ich klebe mich da mal einmal rundherum, dann sehen wir uns wieder. So, ich bin einmal rundherum. Jetzt brauchen wir oben noch den Henkel. Das ist, wie gesagt, hier dieses Etikett, das schmale lange aus dieser, aus diesen Stanzformen. Das ist circa 7 cm lang und ja, so 1,5 cm breit. Wenn ihr jetzt diese Stanzformen nicht hättet und das irgendwie anderweitig herstellen wollt. Und hat hier eben auch diese Schwalbenschwänzchen. Und was halt schön ist, ne, aus diesem ganzen Set, das ist hier eben bestickt und das schaut aus, wie wenn das da aufgenäht wäre. Da könnte man jetzt bestimmt irgendwie mit einem Falztool irgendwie noch rangehen oder sowas. Aber ich knicke mir jetzt einfach hier die Ecken um. Und zwar auf die schöne Seite, also eigentlich falsch rum sozusagen. Circa, ich würde sagen, einen Zentimeter hier von der Ecke entfernt. Einmal so rein und auf der anderen Seite auch. Das war vielleicht fast ein bisschen viel hier. So ungefähr. Ich weiß, das passt zu mir Monk gar nicht, aber das habe ich das erste Mal so gemacht und das hat funktioniert. Also ja, habe ich es weiter so gemacht. Und dann nehme ich mein Falzbein und gebe dem Ganzen jetzt hier nochmal so ein bisschen die Form vor, weil es soll ja ein runder Henkel werden. Und dass uns das nicht in der Mitte einfach nur knickt, gebe ich dem hier schon mal so ein bisschen eine runde Form. Ich habe den relativ flach gemacht, den Henkel, damit der nicht zu kurz ausschaut. Ich wollte eben irgendwas mit dieser Stickkante haben und das hat ganz gut gepasst. Ich habe da angefangen rumzumessen. Ja, also so in etwa 6 cm vom Rand habe ich mir, glaube ich, eine Markierung gemacht. Also von den Seitenrändern. Hier und... Ah ne, das war zu viel, oder? Hier müsste es dann sein, ne? Da sind 6. Jo. Und da müsste in etwa die Schwalbe hin. Ja, mal gucken. Wir haben Flüssigkleber, so ein bisschen hin und her rutscheln können wir noch. Und Achtung, aufpassen, das habe ich euch hier bei den Kanten gar nicht gesagt. Hier, diese Stickkante, die ist nicht irgendwie geprägt, sondern die ist, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann, aber die ist tatsächlich durchgelocht. Ja? Das heißt, wenn ihr da Kleber hinschmiert, dann quillt ihr euch natürlich auf die Rückseite auch oder auf die Vorderseite dann raus. Da würde ich also ein bisschen aufpassen mit dem Kleber, nicht zu sehr und nicht über diese Löcher hinweg, weil das kommt durch. So, und jetzt habe ich hier meine Markierung und da setze ich in etwa meine, die Spitze von meinem Schwalbenschwanz hier an. Und natürlich gucke ich, dass ich hier mittig ausgerichtet bin und drücke das hier fest und hier auf der anderen Seite auch, in etwa da. So. Okay, einmal gut andrücken. Boah, schaut ganz gut aus. Und dann ist hier unser Koffer schon fast fertig. Ich habe hier, also ich mag ja immer so ein bisschen reduziertes Design. So viel braucht es bei mir immer gar nicht. Aber das war mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu wenig. Deswegen habe ich hier noch ein Etikett angehängt. Und zwar habe ich mir da wieder das Stempelset Fröhliche Etiketten gesucht, wo der andere Spruch auch raus ist. Da ist nämlich noch ein Danke dir drin. Und ich habe mir ein Stück Farbkarton in Grundweiß genommen und zwar 2,5 cm breit und 6 cm in etwa lang. Und diese Stanze, oh, ich habe schon drauf geschrieben, wie sie heißt, Fröhliche Etiketten, Stanze nach Wahl, Fröhliche Etiketten heißt das Ding. Ich dachte schon, ich musste jetzt nachschauen gehen, wie das heißt, weil das wusste ich nämlich nicht auswendig, aber ich habe es mir hinten schon gelabelt. Das ist ein bisschen fusselig, ja, also diese Stanzen nach Wahl, da haben wir ja noch die mit dieses klassische hier diesen Schwalbenschwanz da ausstanzt, die haben immer die Breite 2,5 cm, 1,9 cm und 1,3 cm. Ne? Also 1/2 Inch, 3/4 Inch und 1 Inch in der Breite. Und wenn wir die hier reinschieben, dann sind unsere 6 cm schon sehr knapp bemessen, ich weiß. Aber sonst wäre das Etikett zu lang geworden. Deswegen gucke ich auch immer von der Unterseite, ob hier das Papier mittig drin ist und hier unten schön bündig anschließt an diese Anstoßkante. Und dann stanze ich da einmal. So, jetzt wird es richtig lustig, weil jetzt ist es natürlich so ein Stückchen kürzer nochmal.
Und jetzt wird es schon sehr schwierig, das da hier richtig platziert zu kriegen. Deswegen immer von unten gucken. Das geht schon schief hier. Ne, jetzt ist gerade. Na, ich gucke immer, dass hier die Anschlagkante unten gerade drin ist und wir hier wirklich zentriert drin liegen. Dass es hier nicht irgendwie schäbs wird. Schauen wir mal, ob ich es da wieder rauskriege. Natürlich nicht. So, mit Hilfsmittel geht's. Dann brauchen wir nochmal Espresso. Habe ich vorhin gesagt, dass das Stempeltinte Espresso ist? Der Spruch hier war auch Espresso, falls ich es nicht gesagt habe. Ich zentriere den von oben nach unten, setze den aber hier Richtung rechter Rand. So. Dann haben wir das. Dann brauchen wir hier noch ein Loch, das soll ja wie so ein kleiner Anhänger sein. Da nehme ich jetzt einfach so eine Kreisstanze. Könnt aber im Zweifel auch einfach ein Loch durchbohren, ne? Das geht schon auch. Oh, das ist sehr knapp. Naja. Und ich nehme mir auch noch, wo habe ich das denn jetzt hin? Ha, hier, den Leinenfaden. Nein, das ist nicht das richtige Tütchen. Hoppla. Das ist das richtige Tütchen. Ich wusste, irgend so ein Tütchen muss es sein. Aus dem Augenwinkel. So, Leinenfaden. Nehme ich mir einfach so ein Stückchen hier. Schneide es ab. Das war vielleicht ein bisschen kurz, wenn ich da noch eine Schleife binden will. Vielleicht wird es heute nur ein Knoten. Mal schauen. So, einmal hier durch. Und hier dran gebändelt. Dann möchte ich, dass das hier so, wie wenn es hier hängen würde. Aber wenn ich es wirklich hängen lasse, dann hängt es mir hier in den Spruch rein. Das will ich nicht. Es soll so ein bisschen so schräg sein. Deswegen Trick 17. Ich klebe mir einfach unten ein Dimensional dran. Und dann richte ich das so aus, da wo es halt hängen soll. In etwa ja, so. Ah, so ist doch ganz nett hier. So. Und dann bleibt es da, wo es ist und wo es bleiben soll. Und ich ziehe mir hier, also wenn ich mich nicht so anstellen würde, würde ich mir hier mit Faden hier durchziehen und kann mir hier noch so ein kleines Schleifchen binden. Und wenn man sich da ein bisschen längeres Schnürchen stehen lässt, dann geht es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber ja, da haben wir halt wieder ein wenig gespart, ne? Bloß nichts verkommen lassen, nichts dem Feind. So, geht schon. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl geht es. Ihr könnt ja natürlich auch einfach nur einen Knoten binden. Aber ich wollte halt so ein Schleifchen, so ein bisschen Schleifchen darf schon sein. So, das ist auch fertig. Und da kommt jetzt zur Deko noch so ein Herzchen drauf. Ich habe mir erst den Faden hier durchgefädelt, weil sonst muss man da so rumfusseln, weil das Herz klebt da mehr oder weniger drüber. Da nehme ich mir jetzt so einen halben Dimension. Ah, da ist noch ein halber wunderbar. Das reicht. So. Und dann setzen wir das Herzchen da noch so ein bisschen schräg mit drauf. So. Und auch wenn es für einen Vatertag ist, aber ein so ein Glitzi darf schon sein. Hoppala. Jetzt habe ich wieder viel gelabert, aber eigentlich ist das ein relativ schnelles Projekt. Also, es ist ja wirklich nicht so irrsinnig viel dabei. Ne? Es ist ja wirklich nur eine Banderole mit ein bisschen Deko drauf. Ich finde, es ist ganz putzig. Vielleicht habt ihr sowas daheim noch rumliegen oder ihr fahrt jetzt schnell noch los und könnt es ganz schnell spontan noch machen für Vatertag. Oder ihr nutzt es einfach irgendwann mal für den anderen lieben Menschen, der euch das Gefühl gibt, dass ihr zu Hause seid und dass ihr euch wohlfühlt. Da gibt es ja vielleicht auch noch andere Anlässe, wofür man das brauchen könnte. Ich hoffe, die Idee hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.